schon arg, was die Leute alles im Internet posten. Schau, von dem Foto allein, ich kenne diese Person nicht einmal. Und ich sehe, wie sie aussieht, dass sie eine Tochter hat, die Anna heißt, dass sie gerne in Kärnten Urlaub macht und dass sie einen roten VW hat. Schau, sogar das Kennzeichen sieht man. Es gibt mir schon zu denken, wer alle meine Urlaubsfotos sehen kann. Aber hast du auch nicht dein Profil öffentlich geteilt? Wie kann ich das überhaupt verhindern, dass meine Urlaubsfotos nur von meinen Freunden gesehen werden können? Praktisch alle Webseiten sammeln Daten über die Nutzung von ihren Besucherinnen und Besuchern. Damit wird dann auch gesteuert, welche Vorschläge oder Werbung angezeigt werden. Es gibt Personen, die im Internet wirklich viel von sich preisgeben. Nicht alle Nutzer und Nutzerinnen wissen, worauf sie sich dabei einlassen. So wird man zum gläsernen Menschen. Durch die ganzen Daten, die gesammelt werden, wird man so durchschaubar wie Glas. Geschichten mit Hoppalas zu Privatsphäre-Einstellungen gibt es zuhauf. Immer wieder passiert es, dass jemand eine Veranstaltung auf Facebook erstellt, aber sie öffentlich eingestellt hat. So sind schon hunderte Leute zu einer Party erschienen. Um die eigene Privatsphäre im Internet besser zu schützen, kann man auf vielen Webseiten Privatsphäre-Einstellungen auswählen. Auf Facebook zum Beispiel kann man in den Einstellungen den Reiter Privatsphäre auswählen und dort festlegen, wer Informationen über einen sehen kann, sowie wer welche Posts sehen kann. Auch auf Instagram kann man sein Profil auf Privat stellen. Dann sieht man als Fremder nur das Profilbild und den Benutzernamen. Auf Twitter kann man seine Tweets auf geschützte Tweets umstellen, sodass nur die eigenen Follower die Tweets sehen können. Diese Privatsphäre-Einstellungen sind ja ziemlich gut versteckt. Ja, leider. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die sammeln unsere Daten trotzdem. Ja, was machen Sie mit all diesen Informationen? Ich selbst mache gar nichts Kriminelles. Das nicht. Aber Firmen verkaufen unsere Daten für Werbezwecke oder sonstige Interessenten. Und gerade Kinder oder Jugendliche teilen achtlos ihre Daten im Internet. Ich werde heute Nachmittag meine sozialen Netzwerke noch einmal genau anschauen. Ich habe sicher etwas übersehen.